Good morning. Zu 610, das... Einfach eine Schnecke. Was ist das? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Man kann es vielleicht im Hintergrund sehen, naja, wahrscheinlich eher nicht. Ich bin in meinem alten Zimmer, ich bin oben in dem Zimmer, was jetzt das Gästezimmer für meine Schwester ist, wenn sie übers Wochenende da ist, weil wir einen Wasserschaden im Keller haben seit einer Woche und da jetzt die ganze Woche über so ein Trocknungsgerät stand, was die Feuchtigkeit aus den Wänden ziehen soll. Aber das ist morgen fertig, also das machen wir morgen wieder raus und weg und dann kann ich morgen wieder nach unten ziehen. Und ich habe mir gedacht, das wäre ein schöner Anlass, mal wieder so ein richtiges Aufräumen, Get Your Shit Together, Produktivität, Cleaning Video zu machen. Weil ich nämlich eigentlich immer sonntags putze, aber ich bin am Sonntag hochgezogen, wegen dem ganzen Wasserschaden-Ding, weshalb ich jetzt quasi 2 Wochen fast nicht geputzt habe. Und es hat sich auch ein bisschen eine Unordnung da unten angesammelt, um nicht zu sagen, eine große Unordnung für meine Verhältnisse. Und ich muss mal wieder so einen richtigen Durchputz machen, so richtig alles auf Vordermann bringen und ordentlich aufräumen. Und ich freue mich total darauf, ich würde am liebsten jetzt schon loslegen. Aber ich wollte schon mal das Intro drehen und euch erklären, wieso wir das Ganze überhaupt machen. Beziehungsweise wieso ich das Ganze überhaupt mache. Ja, und euch dann so ein bisschen mitnehmen, wie ich alles wieder auf Vordermann bringe. Good morning! Es ist jetzt der nächste Tag und jetzt werde ich mich dem Umzug, ich wollte Rückzug sagen, weil ich ziehe ja wieder zurück, aber Rückzug kann was anderes. Naja, also ich werde mich jetzt widmen, dass ich mein Zeug wieder in den Keller schaffe und da erstmal richtig Fettordnung mache, weil wie gesagt alles dreckig und eklig und unordentlich ist. Und dieses Zimmer, in dem ich jetzt geschlafen habe die Woche, ist auch echt unordentlich. Ich gebe euch gleich mal einen Überblick. Und ihr kennt mich ja, ich hasse Unordnung und ich hasse es, wenn was nicht schön ist. Deswegen legen wir jetzt los. So sieht sie aus und es sieht einfach nur schlimm aus. All mein Zeug liegt einfach auf dem Boden rum. Das Bett habe ich nicht einmal gemacht, als ich hier oben geschlafen habe. Übrigens mein Lieblingswaschmittel. Ich finde, es riecht einfach am allerbesten. Falls ihr das Rauschen im Hintergrund hört, das ist die Waschmaschine, die jetzt läuft. Aber es ist einfach viel zu heiß. Es ist einfach so heiß heute, deswegen muss ich mich kurz umziehen. Der nächste Schritt ist auf jeden Fall, jetzt erstmal mein Zimmer komplett sauber zu machen. Also mal wieder so einen richtigen von Grund auf Putz. Genau, und wenn ich dann hier fertig bin, kann ich mich dem Flur, dem Bad, das ist so nasty, weil ich das 2 Wochen nicht putzen konnte, und dem Ankleidezimmer widmen. Und ich finde, sowas kann man einfach am besten machen, wenn man sich mal richtig fett Musik anmacht. Deswegen... Oh mein Gott, irgendwas stimmt mit diesem Staubsauger nicht. Ich habe den angemacht, der hat ein ganz komisches Geräusch gemacht und es stinkt total. Es riecht so verbrannt, aber wie so ein verbranntes Tier riecht es. Ich glaube, irgendwie den kann man nicht mehr benutzen. Okay, es riecht super ekelhaft. Ich werde den jetzt, glaube ich, hochbringen, weil das ist der Staubsauger, den wir hier im Keller haben. Wir haben oben zum Glück noch einen. Es riecht, ich wünschte, ihr könntet es riechen. Also ich wünschte, ihr könntet es nicht riechen, weil es ist super ekelhaft, aber... Was ist das? Da ist ein komischer brauner Fleck, da wo ich den Staubsauger angemacht habe. Sieht aus wie Blut, nur in braun. Was ist das? Ja,
erspare ich den Anblick, aber in der Sauna sitzen so viele Spinnen und einfach eine Schnecke. So, ich habe jetzt soweit alles gestaubsaugt und geputzt, außer das Bad, das muss ich halt noch putzen, so das Waschbecken, die Dusche und das Klo und so. Und ich muss sagen, als ich hier im Januar eingezogen bin, habe ich nicht gewusst, was es alles für Probleme hier unten geben wird. Und meine Wände, aus denen wurde jetzt zwar jetzt die Feuchtigkeit rausgezogen, aber sie sehen halt immer noch schlimm aus und ich bin mir auch nicht sicher, ob der Schimmel jetzt zu 100% weg ist. Ist einfach nicht alles so lecker, wenn man im Keller wohnt. Ich habe das auf jeden Fall unterschätzt, wie viel mehr Tiere hier sind, wie viel schneller sich der Staub ansammelt, wie viel ekliger einfach alles ist. Aber ich habe auch gemerkt, als ich oben gewohnt habe, dass ich mein eigenes Reich unten nicht mehr vermissen mag. Also ein eigenes Bad zu haben und sich dann wieder umzugewöhnen, sich ein Bad mit seinen Eltern zu teilen, das ist schon ein Unterschied. Und ich bin auch froh, dass ich hier unten meinen Bereich habe. Nur ist alles echt nicht so... Es ist einfach so unnötig. So, wieso müssen jetzt diese ganzen Wände geschimmelt haben? Wieso muss jetzt hier das überhaupt passiert sein? Ich glaube, ich habe euch gar nicht erzählt, was genau passiert ist. Also in unserer Sauna ist so ein Gulli-mäßig, so ein Abfluss, von dem wir nichts wussten, dass es den gibt, weil der unter einer Fliese war. Und die Rohre waren verstopft und dann ist halt alles aus diesem Abfluss aus der Sauna rausgekommen und in mein Zimmer geschwemmt. Und ich habe halt nicht gesehen, wie das passiert. Ich habe es halt erst 6 Stunden später entdeckt, weil das muss halt so nachmittags passiert sein und ich war erst wieder spät abends in meinem Zimmer. Und dann es stand nicht mehr unter Wasser, aber hier waren auf jeden Fall noch Pfützen und ich weiß halt nicht, wie hoch das Wasser gestanden hat, was hier überhaupt war genau. Also so hoch kann es nicht gestanden haben sein, weil sonst wären ja meine elektronischen Sachen und so kaputt gegangen und die Steckdosen. Aber bei manchen Wänden ist es halt so hoch von unten, an manchen ist es nur so... Ja, wie auch immer, hilft ja nichts, sich zu beklagen. Mein nächster Schritt wird jetzt, denke ich, sein, dass ich all mein Zeug, was ich oben hatte, weil ich ja oben geschlafen habe, wieder mit nach unten bringe und mein Zimmer hier erstmal wieder mit meinen Sachen richtig einrichte und dann kümmere ich mich ums Ankleidezimmer und ums Bad. Dadurch, dass es heute so heiß ist, es dauert auch einfach so krass lange. Es ist jetzt 9:30 und ich glaube, ich habe so um 9:30 angefangen. Aber das Ankleidezimmer ist fertig, das Bad ist fertig, der Flur ist fertig. Ich muss jetzt eigentlich nur noch mein Zimmer machen. Das heißt, der Großteil ist geschafft. Ich bin fast fertig, aber ich bin auch richtig fertig. Also, ich bin richtig erschöpft. Naja, hilft ja nichts. Weiter geht's. I'm
Hallo, es ist der nächste Tag und ich wollte euch jetzt einfach nochmal einen kleinen Überblick geben, wie es jetzt hier unten aussieht. Es ist einfach wieder alles richtig schön und ich bin auch voll happy, wieder hier unten zu wohnen, weil ich hier einfach mehr Platz für mich habe und mein eigenes Bad habe und das ist wirklich schon sehr viel wert. Deswegen hier jetzt nochmal ein kleiner Überblick, wie alles im Nachhinein geworden ist. Schön aufgeräumt und geputzt und frisch und nicht mehr schimmelig, hoffentlich. Und das war es dann auch jetzt mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!